glibbelt's hier alles voll. Jetzt kann ich, glaube ich, noch mehr voll glibbeln, oder? Nein. Dann mache ich nämlich so. Jui. Ja, fast. Fast, fast, fast. Okay, nochmal. Hätte ja klappen können. Und los geht's. Jui. Ach du Scheiße. Irgendwie süß und gleichzeitig traurig. Und schon wieder ein Ladebildschirm. Das gibt's doch nicht. Wie oft gibt's eigentlich Ladebildschirme? Das ist ein bisschen nervig, hätten sie optimieren müssen oder so. Ja, und damit man hier nicht nochmal runter kann, haben sie das geschickterweise da oben hingemacht. Ja. Toll, was bringt es mir? Ach ja. Hallo? Jui! Ach du Scheiße! Das war nicht geplant. Das wollte ich, ja genau. So ein Zufall, dass wir genau bei den Kernen rauskommen. Es klingt immer so, als wenn ich vorher an dem Spiel zweifeln würde, hin, weil ich hier ständig sage, das hat Bugs und Lecks. Aber ich mag dieses Spiel eigentlich voll. Wie soll ich in die Kartoffel anschließen? Wenigstens hat sie jetzt Rache gescheit gesagt und nicht Rache. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Oh. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nicht ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Scheiße. Wo willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift hast du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade. Scheiße. Rennst du immer noch? Wie anstrengend. Folgender Vorschlag. Du hörst auf zu rennen und ich genieße dich nicht mehr. Ist das schwer? Ah ja, okay, ich weiß. Ich glaube, ich muss das kaputt machen. Weißt du, wusstest ich lüge. Ein Punkt für dich. Aber mach dich immer noch Nervengift ein. Darum wieder Druck abzuschließen. Überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle gegangen. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan. Ich würde gern wissen, was er alles sagt, aber mir kam nicht genug Zeit dafür. Ich muss in den Weltraum, Lady. Komm in den Weltraum. Ich verrate dir was. Nein, noch mehr.
Ja. Was geht denn hier an der Schnitzel? Weltraumsystem. Prozess, ich bin schuld, im Weltraum zu sein. Ich gehe ins Weltraumgefängnis. Stufenplan. Papa, ich bin im Weltraum. Ich bin stolz auf dich, Papa. Papa, bist du der Weltraum? Ja, endlich sind wir dran. Weltraum, ganz kommen wir morgen. Weltraum, wir sind im Weltraum. Weltraum, ich war im Weltraum. Ich war im Weltraum, ganz kommen wir morgen. Muss los, los. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Du meinst, die verdammten Bomben kleben fest. Mach nichts. Ich habe den Schild neu konfiguriert. Oh, du hast eine mit der Kugel daneben fest. Wer hat dir das gesagt? Machst du das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das klappt. Und die wird... Ich bin Rick. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Unterhalt. Kennst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht in einer ganz heißen Situation aus. Hey, eine Countdown-Uhr. Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so einen hübschen Bauch. Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mich ja nie zu, du schreist. Ununterbrochen schreist. Und hörst nie auf das, was ich sage. Zum Urteil dich einfach nur, du, spielen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass es jetzt einmal besser hat. Du hättest nur für einige Jahre ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Aber nicht mal das wolltest du mir gönnen. In den Weltraum. Ja, los in den Weltraum. Einer fliegt in den Weltraum. Und noch was. Du hast dich nicht aufgefangen. Ich hab dir gesagt, ich würde sterben, wenn ich dich aus der Sicht nach Hause finde. Und du hast nicht mal versucht, mich aufzufangen. Jetzt ist mir alles klar. Du brauchst nur einen Dummen. Kern? Ah! Wow! Es ist fälschlicherweise auch über das Thomas Edison 1871 in Kuschmanns genannt. Nikola Tesla hatte diese bereits Jahre zuvor unter dem Namen Tesla-Firma angenommen. Marie Curie entdeckte den Nutzen der radioaktiven Strahlung sowie den Tod durch radioaktive Strahlung. Der Mondpreis die Erde alle 27,32 Tage. Das Paradoxon Schrödingers Katze beschreibt eine Situation, bei der eine Katze in einer Kiste gleichzeitig als tot und lebendig betrachtet werden muss. Schrödinger erschuf dieses Paradoxon, weil der Katze nicht nein konnte. Diamanten entstehen, wenn Kohle enormen Druck ausgesetzt wird. Wenn Diamanten enormen Druck ausgesetzt werden, entstehen daraus Schadstoffkügelchen. Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. Part entdeckt. Oh. Part Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Was hat sich damit erledigt? Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Okay. Drück nicht auf die Taste! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück ihn! Drück die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Drück den Knopf! Nein! Doch! Wow! Schau dir noch ein letztes Mal deinen kostbaren Menschenmut an. Wir werden jetzt auch.
Ich bin auch verbunden. Ich komm selbst wieder rein. Ich krieg das noch hin. Ich hab's schon repariert. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest. Feste. Ach, das verpasst mir ja immer wieder so eine Gänsehaut. Und ich würde liebend gerne mal wissen, was die alle sagen, die ganzen Kerne und der Wheatley. Aber man hört's am Schluss nie, es sind ja nur 5 Minuten Zeit. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. I used to want you. A lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too.
woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch. Und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Tja, Ende. Und damit auch Ende von diesem Let's Play. Zumindest vom Singleplayer. Und ich sag Danke.